soll ich dir eine Geschichte vorlesen? Warte, ich setze dich kurz hin. Ich hole das Märchenbuch. Magst du Rotkäppchen oder der Wolf und die sieben Geißlein? Das mit den Geißlein? Okay. Es war einmal ein Haus im Wald. Da lebten sieben Geißlein mit Mama Geiß. Sie waren alle sehr glücklich. Die kleinen Geißlein spielten den ganzen Tag. Mama Geiß beschützte ihre Kinder vor den wilden Tieren im Wald. Eines Tages machte sie sich auf den Weg, in den Wald um Essen zu besorgen. Sie verabschiedet sich von den Kindern und sagte: Lasst bloß nicht den bösen Wolf ins Haus, sonst frisst er euch mit Haut und Haar. Oh, Lena ist eingeschlafen. So, ich bringe dich ins Bett. Dann kannst du was Schönes träumen. Ich decke dich zu, damit du nicht frierst. Jetzt kann ich in aller Ruhe ein Heft anschauen. Oh nein, Lena ist wach geworden. Ich bin schon bei dir, kleine Lena. Was ist los, süße Lena? Hast du was Schlechtes geträumt? Du bist ja ganz warm. Ich glaube, du hast Fieber. Wir messen jetzt deine Temperatur. Oh, 39 Grad. Jetzt mache ich dir ein kaltes Tuch und lege es dir auf die Stirn. Lass uns in die Küche gehen. Bleibe im Hochstuhl sitzen. Ich mache dir einen Tee. Du brauchst viel Flüssigkeit, damit der Körper nicht austrocknet. Hier bitte dein Tee. Trink schön alles aus. Und jetzt musst du noch Fiebersaft nehmen, damit das Fieber runtergeht. Das hast du gut gemacht, Lena. Wenn man krank ist, braucht man viel Schlaf. Schlaf, Kindlein, schlaf. Der Vater hüt die Schaf. Die Mutter schüttelt's Bäumelein. Da fällt herab ein Träumelein. Schlaf, Kindlein, schlaf. Hat euch die Folge gefallen? Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.